Willkommen zu einer neuen Runde Ostriff, programmiert von Jefeni. Wir gehen mal wieder auf die Stufe 2. Ich hoffe, jetzt gibt es etwas bessere Bilder. Ich habe mal auf 60 FPS die Aufnahme höher gedreht. Ja, ich versuche mal langsam hier vorzugehen, weil ich habe gesehen beim Rendern, dass es dann hier doch ganz stark ruckelte. Jetzt im Moment sehe ich keine Ruckler auf dem Überwachungsmonitor. Es sollte alles wunderbar laufen. Ich mache mal eine kurze Drehung, nur dass ich das mal da auch sehe. Also hier unten in der Aufnahme sehe ich nichts. Wie es dann später ist, weiß ich nicht. Das sehe ich leider erst beim Rendern. Bei jedem anderen Spiel siehst du es normal, hier leider nicht. Auch hier unten in den letzten Aufnahmen habe ich gesehen, wie die dann immer wieder so zurückgeschnippt sind. Kann ich leider nichts machen. Ich sehe es bei mir in der Aufnahme überhaupt nicht. Auch hier alles ganz normal. Ich gucke jetzt extra schon auf den Überwachungsmonitor. Ich sehe es nicht. Wenn sich das nicht stark ändert, dann kann ich so nicht weiter Ostriff aufnehmen. Im Shadowplay habe ich es jetzt noch ein paar Mal wieder probiert. Und immer wieder das Problem in der Aufnahme. Blink, 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 blink. Und das dauert viel zu lange, das auszunehmen. Allerdings sind die Bilder wesentlich besser, die Qualität allgemein wesentlich besser. Aber mit dem Blink, Blink kann ich nicht leben. Es gab schon ein Update von Nvidia, dann ging es an dem Abend, wo ich das drüber gebügelt habe, mal kurz. Am nächsten Tag mit Neustart nicht mehr. Ne, Mist. Keine Ahnung, was da stört, ist aber auch nicht nur das Problem von Ostriff. Ostriff selber macht bei mir diese Blink-Blink-Bilder. Bei fast allen anderen Aufnahmen habe ich aber auch unten dieses Blinken in der Aufnahmeleuchte. Nur, dass die dort noch nicht die Aufnahme zerstört haben bis jetzt. Ich möchte auch nicht hoffen, dass das irgendwann mal kommt. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier oben kommen noch ein paar Häuser. Das ist die... Ach, das war ja die zweite Forestry. Die haben wir ja hier auch schon angefangen. Oh Mann, hier haben wir auch so viele Häuser. Was brauchen wir da noch alles? Dezember und die holen das Zeugs noch ab. Das haben wir jetzt nicht gesehen, oder? Das müsste ich auch alles mal ändern. Aber will ich schon gar nicht mehr. Wir haben es einmal richtig eingestellt. Hier sind wir bei... Was? Achso, das kann ich mir hier angucken. Hier haben wir einmal das und hier haben wir einmal komplett. Ja, hier haben wir ja komplett, hier haben wir ja komplett. Hier Federwirtschaft. Irgendwann wird immer mal was übrig sein, aber das hier ist mir halt. Ich könnte alles auf einen Farm, also auf einen Bauernhof zimmern und die Bauernhöfe demontieren. Alles einstellen und hoffen, dass jedes Jahr mindestens einer oder zwei von den sechsen brach liegt. Könnte man ja dementsprechend einstellen, dass es dann durch rotiert. Aber ich möchte das lieber mit kleinen Bauernhöfen haben. Weil wir haben ja auch genug Leute da. Wir haben genug offene Stellen da. 100 offene Stellen. Ist. Und die werden hier nicht besetzt. Hier zum Beispiel. Die suchen immer noch die Lehrer. Hier natürlich nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Wir brauchen hier drüben die Peoples. Ich schätze mal, die Häuser sind einfach zu weit weg. Und hier hat man ja auch unsere Lieblingsfamilie, ne? Die wird jetzt hier irgendwo drin sein. Unemployed Market Stall, Unemployed Market Stall, jawohl. Oh, hier, wir haben jemanden da, der uns besuchen möchte. Den machen wir doch mal. Pause haben wir drin, mach mal raus. Was haben wir denn noch drin? Wir haben 20 Potatoes zu verkaufen, das ist gut. Dann können wir die dir doch auch mal verkaufen. 20 Potatoes? Gegen 5 Eisen. 5 habe ich gesagt, sind die gegen. Wenn wir uns noch ein paar Kühe holen. Für 100 haben wir noch Platz.
gut, hier oben sieht es schon langsam mal aus, aber wenn wir ins Minus gehen, gehen wir ins Minus. Das stört mich jetzt auch mal nicht so. Wir haben hier 9 Kühe drin, wir haben hier 14 Kühe drin, wir haben hier 2 von, waren das nicht mal da? Und hier haben wir noch gar keine drin. Workers? Wieso sind hier keine Workers drin? Hä? Hier ist drin, hier ist drin. Das ist nur Autosave, das muss so. Ach komm, wir geben die Kohle... Nee, da nicht hin. Dahin, wir geben die Kohle aus. In Kühe und zwar nicht Ochsen. 50. Nö, wenn schon, nehmen wir 10 Kühe. Deal, go. 160 zu 160. Und dann hoffen wir mal, 10 Kühe, dass das dann hier ein bisschen schneller vorwärts geht. Das war jetzt ein Ruckler, den ich selbst so gesehen habe. Hier kommen die Häuser. Wieso habe ich die Häuser hier hingesetzt? In Hoffnung für hier? Dass die Ställe schneller besetzt werden? Naja gut, wir brauchen ja dann auch die hier. Dann können wir hier... Nee, können wir nicht machen. Das... So viel Kohle haben wir nicht. Da... Wir brauchen die Häuser, wir brauchen die hier hinten für die Fischer. Wird der Fischer gebaut? Oh, der ist ganz weit hinten drin. Und dann haben wir ja den Stall auch noch, genau. Dann haben wir 5 Ställe, soweit wie ich wollte. Hier haben wir Brunnen, alles da. Wir haben noch nichts zum Ausruhen. Das können wir hier ja noch bauen währenddessen. Eine kleine Bank. Eine? Na komm, eine zweite können wir noch stellen. Aber ansonsten wird es hier schon wieder ein bisschen platztechnisch knapp. Und ja, da können wir nur hoffen, dass hier... Ich rucke mal ein Stückchen zur Seite, dass hier die Bäume fertig werden. Ich habe hier mal ein paar gesetzt, wie du siehst. Ja, die sind mir eigentlich egal hier, Forestry. Die können ja drinnen bleiben. Ach, die kommen mit dem Wood nicht mal nach. Ich brauche zu viel. Feuerholz haben sie. So, der hat 4 Eisen da. Der kann eigentlich auch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Der ist drin. Unemployed. Ah, das mag ich so überhaupt nicht. Der ist drin, der braucht nicht, weil wir im Moment keine haben. Fishing Dock habe ich so rausgenommen. Januar könnte man so bald wieder reinsetzen. Was läuft denn hier unten rum? So, der wird gebaut. Der ist noch drin, der kriegt. Oder wenn wir nichts da haben. Hier oben werden sie jetzt erstmal die Häuser bauen, die sind näher ran. Und dann werden sie. Wer bist du? Du bist der Wagen. Ja, wenn das jetzt hier mal ein bisschen ruckelt, tut mir leid, aber da bin ich dann auch neugierig, dass das hier unten alles klappt. Und wenn der Wagen kommt, müssten doch auch die Kühe bald kommen. Und wer bist du? Haust du ab oder kommst du? Du haust ab? Warum? Hab ich gar nicht gesehen. Na gut. So, kein Job, nichts zu essen. Keine Kohle? Ich weiß es nicht. Hier kommt noch ein Wagen. Ach, das sind dann die, die hier gleich wieder wegsehen, oder? Schlimm, schlimm, schlimm. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Das mag ich nicht so. Aber im Normalfall hast du dann auch unendlich Kohle. Kannst du hier komplett hochdrücken, ohne Ende. Und wenn sie kein Geld mehr haben, hauen sie ab. Ziehen irgendwo anders hin. Und dann kommt gleich die nächste Familie mit 10 Krutschers in der Tasche. Die hier. Gucken wir mal, wo die reingehen. Na, unsere Lieblingsfamilie? Nö. Ach, die sind ganz neu. Alles klar. Die ziehen hier ein. Hier siehst du, 9 Krutscher, 95, 97. Ja, ja, na klar. Gleich auf der Farm. Schönes Ding. Klingelingeling. Muss man eigentlich mal gucken, welche Farm, ne? Aber das siehst du hier nicht. Ne, es hätte sich schon geändert. Ab zum Kuhstall. Boah, machst du richtig. Machst du richtig. Kuhstelle brauchen wir auch. Das ist... Wieso sind jetzt hier so viele? Ach, das waren die von eben, oder was? 10 Stück? Jawohl. Wir haben trotzdem noch 50 Krutschers.
Fällst. Naja, eigentlich sollten es ja 150 bleiben, ne? Aber naja, gut. So, hier 9, 14, 2, 10. Also füllt er automatisch immer den auf, der am wenigsten hat. Aber so kommen wir auch schnell oder schneller an unsere vier großen Ställe. Hier wird hoffentlich dann gleich wieder aufgefüllt. Wheat haben wir noch zum Verkaufen, Sunflower haben wir gar nicht da. Sunflower Öl haben wir nicht da. Was anderes wird ja auch nicht angeboten. Wutsch und sowas wollen sie alles gar nicht. Wutsch wollen sie ja gar nicht haben. Ja, ist ja erstmal nicht so tragisch, ne? So, wir drehen hier mal noch ein bisschen. Und hier wird ja schon wieder gearbeitet. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Na, hier geht's kaum runter, ne? Ist aber auch gut so. Normalerweise möchte ich, dass hier alles drin ist. Und wieso ist hier schon wieder ein Mädel drin? Da haben wir extra so lange gemacht, bis wir einen Kerl hatten. Hä? Ja, raus, raus. Warum? Weil der nämlich einen Wagen benutzt und die Mädels immer laufen. Wenn du dem folgst, holt er jetzt normalerweise einen Wagen. Da siehst du, Wagen. Und holt jetzt was? Milch? Krasses Gerät. Tatsache. Der holt 0,05 Milch. Dann hatten sie nicht mehr da. Ich, ja, das ist nämlich krass wenig. Und hier möchte ich, dass eigentlich alles da ist. Milch, Flour, Potato, Sunflower Öl. Chicken gibt es noch nicht. Das kommt. Beef, Fisch, gerade Fisch. Heißt, wir müssten wesentlich mehr Fischer bauen. Für Fischer müsste man auch sorgen, dass sie hier rüberkommen und irgendwie hier rüberkommen. Muss ich ernsthaft zwei Brücken bauen? Nee. Aber wenn sie hier durchlaufen, ich möchte eigentlich auch kurze Wege hier hinter haben. Dann lohnt sich eher hier eine Brücke. Aber wir müssten hier wieder alles abreißen. Und zum Teil möchte ich aber auch die Wälder stehen lassen. Mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Oder ist ja gar nicht mal gesagt, ob wir weiterspielen. Wenn ich hier mit den Aufnahmen dann zu kämpfen habe, dann wird es auch Brühe. Im Moment haben wir ja auch keine Kohle da, dass wir uns das leisten könnten für Eisen jetzt. Die laufen hier immer noch. Spitze. Leute, gebt Gas. Wir brauchen hier dringendst die Häuser. Ist schon hier? Das ist gut. Was ist das für eine Baustelle? Dort. Oh, die anderen sind näher ran, ne? Ich darf nicht mehr bauen. Das ist mein Fehler. Ich baue immer wieder weiter. Oh. Ja, Piep, jetzt haben wir eigentlich genug, nur dass die hier nicht arbeiten wollen. Ja, siehst du, ist nicht mal der vierte drinne. Meine. Ja. Schauen wir uns das jetzt hier nochmal ein bisschen mit ein. Also ist schon richtig cool. Das Spiel gefällt mir auch. Immer noch. Also, ich habe es ja jetzt eine Weile wieder nicht gespielt, da ist man gleich wieder richtig auf den Zug. Man muss erstmal gucken, was man hier machen muss. Gut, das meiste ist ja geblieben. Im Endeffekt haben wir alles gebaut. Kommt eigentlich noch irgendwas Neues dazu? Nö, ne? Wir sind jetzt so weit, dass wir nur noch überleben müssen von der Farm. Heu? Haben wir eigentlich alle Smithy hier? Taylor, Hammer. Bei denen kommt es drauf an, wie viel Licht jetzt hier noch rum. Hemp, 19, ja, die kommen nicht hinterher. Ja, hier hinten. Aber da ist auch wieder die Frage. An dem Blöd kann auch nicht anders sein. An dem Blöd. Der Vater an dem Blöd. Dann sind es doch immer. Tatsache ja auch der Vater. Setzen wir uns immer die Mädels. Achso, ja, jetzt sind es ja auch 77 Männer. Den packen wir hier wieder drei rein.
Okay, dann packen wir auch hier wieder einen rein. Und wieso wird das jetzt mehr Geld? Sind wir im Plus? Ne, sind wir nicht. 24 minus Überkratzer. Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Aber mehr Leute, mehr zu verkaufen, wenn wir dann hier auch die Klamotten reinkriegen. Dass dann auch wirklich hier in jedem alles drin ist. Oh, 0,45 Fisch, das hätte ich nicht gedacht. Es ist Flur da, es sind Potatoes da. Das ist ja cool. Hm, hier drüben, hier ist noch gar nichts. Aber die habe ich das eingestellt, ne? Was du brauchst, oder? Ne, ich habe auf sie gedrückt jetzt. Beef gibt's noch nicht, Sunflower Öl gibt's nicht, Kloes gibt's nicht, Schuss gibt's nicht. Ne, Schuss ist auch noch nicht im Bau. Und die hier sind gerade noch am Rödeln. Die müssen hier aus dem Hemp erstmal Textilien machen. Die macht aus Textilien dann die Klamotten. Hier haben wir Sonnenblumenöl und macht dann Sonnenmilch, genau, Sonnencreme. Mann! Ja, Sonnenblumenöl, natürlich, natürlich. So, hier geht's schon los. Meine Fischer können loslegen. Haben die anderen Stände hier noch Fisch, Fisch, Fisch? Nee, haben sie nicht. Hier haben wir allgemein Flur Potato sehr wenig. Wie sieht es hier oben aus? Da haben wir dann schon nur noch Fisch. Ja, es wird Zeit, dass das hier alles losgeht, Mensch. Und keine Kohle, keine Kühe. Kühe 9, 14, 10, 2. Und dann kommt hier auch noch ein Stall. Aber dann brauchen wir sie auch nicht mehr hin und her schleppen, die Kühe. Wenn einmal 20, dann 20. Und hier kann es ja nicht mehr lange dauern. Jetzt müssten die Kühe eigentlich alle auch... Hier, jetzt werden sie dann rausgebracht. Das ist mal eine schöne Leiste mit Kühen voll. Wir haben mindestens 2 Felder brach liegen. Cool. Ja, so muss das schon aussehen. Das freut mich. So, was kriegen wir denn hier jetzt rein? Hanf, Sonnenblumen, Licht auch brach und Weizen. Wir kriegen nichts zu fressen rein. Das ist schon mal schön. Ein bisschen Flur. Haben wir noch was liegen? Nee, haben wir nicht. Da haben wir nur Hemp. Hier haben wir nichts. Und hier haben wir Potatoes, die er dann hierher bringt. Schönes Ding. Dann gehen wir hier mal auf 5 Kartoffeln runter. Nicht, dass die hier alles rausholen. Man kann es ja hier nochmal rausschmeißen, aber mache ich ja auch nur ungern. Wir wollten ja noch was verkaufen. Ja, hatte ich nicht gesagt, ich will hier noch eine Form hinstellen? Muss ich das wirklich noch machen? Noch eine Form. Damit wir auf jeden Fall Zeugs haben. Remove. 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 Hier unten ist noch einer. Ja. Remove. Remove. So, die können mal wieder weiter laufen, 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 laufen. Ah, da kommen sie schon an hier. Ist ja cool. Das hat ja was. Ja, wo packe ich dann die Form hin? Denn hier können wir ja noch... Oh ja, noch richtig raus. Mhm, sehe ich. Wir könnten die Form hier in die Ecke setzen. Und dann die Felder hier so hintereinander. Dreh die mal so. Genau, das sieht aus. Hier kannst du auch ein Kartparking hintersetzen. Ne, nicht Warehouse, Market Style, Kartparking. Kannst du ein bisschen drehen? Jawohl, so. Da
Dann kannst du auch noch einen Brunnen bauen. Den können wir ja mal hier bauen, ne? So ein bisschen zentraler. Dann kannst du noch eine Bank dahin bauen, dass wir hier auch mal eine haben. Eine Bank kannst du auch allgemein. Ich muss mich drehen, nicht die Bank. Genau, mal hier hinbauen. Dass wir hier ab und zu mal ein paar Bänke wieder haben. Zu einer Bank gehört natürlich auch ein Esch. Da packen wir gleich mal genau hier und hier hin. Das reicht. Family is out of food. Warum? Die haben Kohle. Also, bitte? Ja, da brennt natürlich meine, oder rennt natürlich meine Kohle fort. Wir haben hier die Fischer. Na, ich darf nichts mehr verkaufen. Potatoes raus, Wheat raus. Bring das mal alles wieder zurück ins Lager, das soll verteilt werden. Sonst haben wir hier riesen Probleme. So, die Farm muss gebaut werden. Und was brauchen wir Farmen noch? Ein Heutrockner. Ja, den bauen wir mal und so eine Heuscheune. Auch nur für später. Aber Hamm ist Hamm und den Rest gucken wir dann später mal. Ne? Ja, jetzt drehen wir uns nochmal. Hier wird schon angebaut, das ist gut. Oh, das sind auch nicht viele. Aber insgesamt sind es schon 5 Felder, ne? Aber das ist halt. Puh, puh, puh. Da muss ich mir noch einen Kopf machen. Jojo. Ach, ihr habt gar nicht mehr mit draufgepasst? Krass. Ja, dann gucken wir doch nochmal rein, Family aus Outwood Food. Ja, tut mir leid, aber ich kann im Moment nichts machen. 10. Halt. 15, jawohl, 2 und 10. Jo, ich mach dann mal auf die 1. Ich bedanke mich. Sind die nicht gerade irgendwas durchgelaufen? Seltsam. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Ostriff. Programmiert von Jefeni. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.